Willkommen zurück zu Nine Dawn 2 mit den überkrassen Yolo Boys. Was geht ja, ab? Ja, Mann, wir gönnen uns. Ist hier sonst noch irgendwas gewesen? Noch so ein Eingang? Nee, gell? Hier unten das war jetzt der Anfang. Ich hab geguckt eigentlich. Okay, wow. Nicht wirklich. Okay, nice. Wären wir vorhin lieber mal unten rumgelaufen. Gut, ja, ich glaube, das wäre einfacher gewesen. Alles ja, klar. Wir gönnen uns jetzt hier dieses Gartenanwesen, was voller Monster ist, also. Bis jetzt Menschen gesehen haben wir nicht. Mal gucken, was wir da drin finden. Vielleicht ist da ja ein Verkäufer, der sich hier verirrt. Pass auf, Geld, da ist ein... Oh, eine Schlange. Ja, meinst du, ich oh, auch eine Schlange. Eine große. Oh Gott. Oh Gott, pass auf, Alter, was ist los? Ja, ich hab grad echt Schaden gefressen. Ich war grad... Oh Gott, ich auch. Geh raus, 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 geh raus. Nice, level up. Kill it, kill it. Alter. Ich find toll, dass man beim Level up vor allem full wie, oh, life oh ist. Oh mein oder? Gott. Oh mein Gott. Alter, das war ich jetzt kurz, ein bisschen zu viele so. Oh Gott, Digga, da ist ein Geist schon wieder. Ja, ich mach 3 Punkte in Konstitution, damit ich mehr Leben habe und 2 in Stärke. Okay. Nur, dass du es weißt. Mhm. Der Herr Geist war rechts, links. Lass erst rechts dann gehen. Aber wie okay. gesagt, wenn es geht, ein Gegner nach dem anderen. Da sind wieder 2 Türen. Wir nehmen erstmal Tür ganz rechts. Direkt, ganz genau. Ja, genau. Erstmal ganz direkt, schon mal ein Gegner rauskommt. An sich bis jetzt ein recht ganz, also ein ganz okayer Erfahrungspunkte-Spot. Ja. Einfach mal behaupten. Die Gegner Achtung, die grünen Schlangen sind ein bisschen stärker. Da ist wieder ein Geist ganz rechts. Links neben dir, rechts neben dir? Links ist der Geist darin. Kein Problem. Lass erstmal, wie gesagt, ganz rechts abklappern. Genau. Ja. Machst du die Kiste auf? Ja, ich will mit der Gegner killen erstmal. Das sind viele. Ach, die kille ich doch. Kommt der Schlange, Junge, komm jetzt, bam, bam. Geht doch. Da ist ein Ding gewesen, ne? Ein Geist. Nur so, by the way. Ja, kein Problem. Was ist das denn? Cradle used for Alchemie. Okay. Ah, nice. Auch das Alchemie. Ich nehm mal, ne? Weil du bist, glaube ich, ja, fast voll mit Inventar, ne? Ich bin so gut wie voll, ja. Vom Gewicht her zumindest. Dann gucken wir mal. Och, Digga, das sind auch wieder die Gegner, die in dem Dungeon waren. Oh mein Gott. Ich hab so. Schön. Müssen wir mal gucken, dass wir nur den Geist triggern, der uns aber nichts macht. Am besten wegbewegen, das ist am nicesten. Man sieht, das funktioniert. Easy Game. Okay. Oh wow, habe ich gerade ein Item gekriegt für die Wiederbelebung? Was bekommen, ne? Oder was war das? Nee, Soul. Nein, Remnant of Ragil. Fragment of a Soul once. Loved, okay. Was eins geliebt hat. Na dann, würde ich sagen, pass auf, nicht zu sterben. Es sind 3 Stück von denen. Ich trigger mal einen. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Bam. Easy. Alter. Die machen wir jetzt irgendwie easy. Twist, weg. Twist, twist, twist. Ja, ich war ja vorhin auch fast tot, oder? Ja, es war halt unlucky, wie wir vorhin da rein sind. Aber ist ja egal. Egal. So, noch eine Kiste. Dann haben wir den rechten Weg schon mal komplett. Oh, Ausrüstung für dich, glaube ich. Ja. Okay, die Handschuhe brauche ich nicht. Brauchst du nicht? Nee, die kannst du neben verkaufen. Ah, okay. Warte. Das, was da drin ist, kannst du eigentlich alles nehmen. Auch die Hose? Ja. Ich habe die gerade ausgetauscht mit meiner. Man kann ja schon, wenn es in der Kiste ist, kann man es ja schon austauschen von der Ausrüstung her. Okay, nice. Aber Handschuhe habe ich noch nicht gehabt, sehe ich gerade. Cool. Und die kann ich sogar anziehen. Beziehungsweise, gib mir die Hose bitte nochmal raus. Da liegt sie. Hab ich hingelegt direkt unter dir. Ja. Danke, weil irgendwie hat das gerade nicht getriggert, wie ich wollte. Okay, dann guck du schon mal. Stirb aber am besten nicht. Falls Gegner nachspawnen. Oh mein Gott. Oh. Die Hose ist sehr schwer, kann das sein? Meine ist sehr schwer, ich bin schon wieder voll. Ja. Das ist das, was ich gerade sagen wollte, bei mir kam nämlich die Anzeige auch. Dann müssen wir eigentlich gucken, dass wir jetzt Sachen wohl oder übel fallen lassen müssen. Ja. Ich guck gleich bei dem. Ich bin ja bei der nächsten Kiste einfach mal. Oder so. Hier rein zuerst oder? Ja, lass mal hier rein, ja. Achtung, nicht zu schnell. Okay, da ist noch ein Gargoyle und eine Kiste. Komm am besten rein. Ja, nice. Oh, die ist versperrt. Okay. Ich leg schon mal auf. Aufgekriegt. Oh, guck mal, das sind die Pfeile, die wir vorhin auch gekriegt haben. Wie süß. Nice.
Ich lasse dir ein paar Sachen raus, kannst du einfach verkaufen, wenn du willst. Ja, bringt nichts, bin auch fast voll, Digga. Ich kann nichts mehr nehmen. Nimm die teuren Sachen mit. Ganz ehrlich. Die teuren Sachen würde ich alle mitnehmen und hier so Spider-Leg und so ein Scheiß, werf das raus. Das kann ich verkaufen, ja, genau. Ich glaube, die Legs und so, die geben uns nicht mehr so viel. Eben selbst im Vergleich zu dem anderen. Ist halt auch nicht so schwer. Das ist überhaupt nicht schwer. Aber. Ist ja egal. Aber irgendwas davon läppert sich sehr hoch, Alter. Alchemie. Zum Beispiel, ja. Ich weiß nicht, ob ich die Sachen für Alchemie brauche. Ich würde sie erstmal. Man weiß halt nicht, ne? Ganz genau. Ja. Alter, schmeiße. Schwerer Holzhammer, okay? 15 Kilo, Alter. Und gibt gerade was, irgendwas 200 Silber oder so. Ja, ach so, ja gut, dann kannst du liegen lassen. Achtung, Geist, ne? Da ist Geist. Links. Oh, ich hab schon getriggert. Okay. Ja, ich mach den jetzt. Ah, nice. Ah, wenn ich noch treffen würde. Er bewegt sich halt. Schon, was ist das bei dir? Und Level up. So, erstmal nice. Leveln wieder in Intelligenz. Apply. Meine Rüstungsdinger anmachen. Alter, du haust ja richtig weg. Schaden, ich, wie gesagt, 390 Alter. Schaden, 400. Ja, hier ist eine Tür, gell? Achtung. Oh, ja, erstmal Hilfe. Yes. Alter, hier ist. Ah, okay, wir sind einfach im Kreis gelaufen. Ja, nice. Gut zu wissen. Und alle Gegner sind nachgespawnt. Ja, easy, komm. Wenn ich treffen würde, wäre alles gut, Mann. Farbe nur. Okay, so, erst hier unten rein. Ich glaube, von da kommt er doch. Ah, ne. Hier ist aber gar nichts. Doch ein Baum. Stimmt. Gut, weiter geht's. Klar. Also links war jetzt schon mal eine Kiste zu sehen. Und ein Geist, Achtung, gell? Ja. Geist auf dir. Ist hier mittlerweile, wenn die Dinger so bauen. Die roten Kreise. Achtung, der kommt zu dir. Nice. Gott, ich bin rausgelaufen. Alter, ich sag zu dir, der kommt noch zu dir. Du bist aber voll lang noch stehen geblieben, Digga. Nee. Natürlich. Ich war direkt drin. Ach was? Bei mir nicht. Das Ding kam, ich sag es kommt, du stehst immer noch da und dann war es unter dir und hast zwei Ticks gefressen. Ja, zwei Ticks und dann war ich aber schon draußen und dann war ich. Ja, und dann hast du noch einen Hit gekriegt von dem Gegner. Ja. Hier ist eine einhändige Waffe, eine gute. Okay, ich bin rausgeflogen aus dem Spiel. Alles klar, Junge. Also wir sind glaube ich sogar eh hier dann fertig mit dem Haus. Ja. Ich glaube auch. Wobei, wenn du nach spawnst, landest du glaube ich bei mir, oder nicht? Nee, ich bin ja gestorben. Achso, ja. Und ich bekomme keine Rückmeldung von dem Spiel. Egal. Dann nehme ich die Sachen mal mit, weil wir sind, glaube ich, eh fertig tatsächlich. Zum Glück. Hat sich ja marginal gelohnt. Oh, hier ist aber noch eine Tür. Ah, nee, da waren wir schon drin. Ja, hier ist der Ausgang. Okay, jetzt die Frage, wo gehe ich jetzt hin? Gute Frage, kannst du ein bisschen zurücklaufen zur alten Stadt? Ein bisschen ist gut. Bin sehr weit entfernt. Na gut, ach, dann machen wir das. Ich muss eh Sachen verkaufen. Ah, da gibt es aber keinen Händler in der Stadt. Aber hier unten was ist, was ich mir angucken will. Oh yes, das sieht schon wieder geheimnisvoll aus. Ein Friedhof. Nice. Da freue ich mich da schon, nächstes Mal hin, Alter. Ja, gleich, wenn du wieder da bist. Ey, es dauert noch bei mir. Ja, chill. Ich lauf eh noch zurück hier durch den Wald. Wo es irgendwie sonst nichts gibt. Ich musste mal wieder alles beenden. Komplett Steam hat sich aufgehangen. Alter, wie das ist so toll bei dem Spiel. Ich muss versuchen, über den Taskmanager alles zu schließen, was mit Steam zu tun hat. Aber ist mir egal. So, dann wollen wir es nochmal versuchen hier. Okay, ich habe jetzt noch eine Höhle Oh mein Gott. Okay. Hat's schon wieder erledigt. Gegner zu stark, hm?
Ja, da war auf jeden Fall ein Boss, so ein Skelettboss in recht groß mit einem Namen. Geil, Alter. Den versuchen wir doch gleich mal. Ja, will ich auch dafür. Das ist direkt hier neben der Stadt. Ich will kommen, Alter. Also ins Spiel rein. Ja, natürlich, ohne sonst. Eben. Kann ich irgendwas verkaufen? Mach doch. Tu es! Ich will wieder da sein. Alter, ich liebe es, wenn es sich komplett aufhängt. Und man einfach nichts machen kann. Oh, ich glaube, es kann sein, wir haben eine Quest nicht abgegeben. Okay, welche? Was denkst du? Das mit dem Goblin-Boss. Obwohl wir es gemacht haben. Okay. Ja, jetzt haben wir die Quest erst gekriegt. Alles klar. Okay, ich hoffe, dass du da bist. Ja, ja. Kann sich ja nur um Jahre handeln bei mir. Alter. Machst du wenigstens Pause? Ja, ich chill hier in der Stadt und warte auf dich. Sehr schön. Sehr schön. Komisch, dass die Quest. Das ist ein bisschen strange. Ja, ein bisschen strange, dass gar nichts funktioniert bei mir, Mann. Ich hab schon versucht, Steam mit als Administrator auszuführen. Jetzt versuche ich gerade das Spiel direkt zu starten, aber ich glaube, das geht auch nicht. Herrlich, Mann. Ja, wir warten alle nur auf dich. Tut mir leid. Nice, da kam gerade die erste Meldung für Steam. Verbindung mit Steam-Account hergestellt. Oh mein Gott! Läuft bei dir! Bibliothek, mach ich das Spiel an. Spiel an, Play Game, ja. Ah! Okay, Multiplayer, Connect via. Dem Frendo, Client Connection, nice, twist, mach doch jetzt, oh mein Gott, bist du endlich langsam raus? Bitte, tu es für mich. Come on, man. Attempt, hang, talk, connect, house, temp, friend, Masaroko steht da, weißt du? Sehr gut. Tu es, Junge, vorhin hast du nicht so lange gebraucht, Schläfer. Tu es. Bam, schön klatschen muss es. Ich will gar nicht wissen, was du da gerade klatschst, Alter. Ich würde sagen, das war die linke Handfläche und von der rechten Hand der Handrücken, ungefähr. Mhm. Ja. Oh. Hätte ich es auch gesagt. Ich weiß. Ich kann gerade nicht konnektieren. Was ist los bei dir? Alter, das kann doch nicht dem Spiel sein Ernst sein jetzt. Krass nett, Mann, mach jetzt hin, Alter. Ich brauch ein Leben. Also du. Du Rechner, du. Du Spiel. Okay. Da hat sich noch nichts geändert. Ich versuch's gleich nochmal. Da ist kein Passwort drin, gell? Nein. Nice. So. Tu es! Mach jetzt.
Junge, wenn ich dich finde, gell, ich mach dich kaputt. Alter, Digga. Da müssen die mal ein bisschen was fixen in einem Multiplayer-Modus. Kann ja nicht so schwer sein, dass mal funktioniert, mal nicht. Will nicht? Voll nett, Mann. Okay. Dann mache ich es jetzt so, dann speichere ich. Wir beenden die Folge. Weil ich muss dann eh aus dem Spiel raus. Also ich würde dann aus dem Spiel rausgehen und auch neu starten vielleicht. Ah ja. Keine Ahnung. Ich versuch's gerade noch ein letztes Mal und dann. Okay, bald ich. Gerade Spiel neu gestartet. Kleine Konnektion. Ich glaube, wir starten gleich beide mal neu. Yep. Bist du als Host und ich als Konnektierer, als Gast. Ja, sieht sehr dann raus. Als Idiot. Du kommst nicht rein, nice. 300. Buh, Alter, buh. Ich mach dann einen kompletten Reboot von meinem PC, ne? Ernsthaft? Warum? Ja, klar. Vielleicht jetzt auch davon. Bist du behindert? Das machst du nicht, Alter. Mach ich nicht, warum nicht, ja? Weil, Mann. So, Leute. Okay. Dann beenden wir jetzt die Folge, leider. Und ja, gucken dann beim nächsten Mal uns die eine geile Höhle an, die ich noch gefunden habe. Ja, Mann. Habe ich auch schon Bock drauf. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein.